Hallo, dort oben ist eine Wolke oder so. Keine Ahnung, ich wollte irgendeine neue Geste mal machen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Elden Ring. Wir sind eigentlich dabei, den Sumpf zu erkunden, aber irgendwie hat uns eine Questreihe auf einmal hierhin geschickt und ich will die einfach mal verfolgen. Einfach mal gucken, wie weit kommen wir, was können wir erreichen so früh, wie schwach sind wir. Weil wir haben hier schon Sachen getroffen, die hauen uns ordentlich auf die Nase. Also, ich fühle mich hier nicht zu stark in diesem Gebiet. Und, oh mein Gott, hallo, guten Tag. Wie soll ich nicht machen? Und hier läuft so viel gruseliges, großes, brutales, groteskes Zeug herum. Oh, ich habe gerade den Zuhauen-Bug. Jetzt, okay, ja. Okay, goldener Käfer. Wirbel auf Flamme. Das werden wir uns mal ein bisschen Offroad umgucken. Aber mal die Reihenfolge ändern und riesige Rattenhunde bekämpfen. Wir können den Wagen auf jeden Fall plündern. Es gibt auch einen Wagen in Limgrave, den habe ich nicht geplündert, aber den habe ich jetzt absichtlich weggelassen. Beinahe Hund, die macht's jetzt! Ja, die sind aber sehr abgemagert. Sie sehen irgendwie aus wie so eine Mischung aus Hund und T-Rex. Ja, so einen Wagen habe ich in Limgrave übersehen, da ist ein Morgenstern drin. Das weiß ich, aber ich hole ihn nicht. Weil ich lieber ein Großschwert möchte. Ist das unser erstes Großschwert? So ein richtig normales Großschwert? Das zweite. Ja, wir haben sonst diese Gottwaffe, genau. Ja, Großschwerter sind sehr krass. Ein gewaltiges Großschwert, im Grunde eine grobe Eisensäule. Macht Gegner mit großer Wucht einfach nieder. Verlangt von seinem Träger zwar übermenschliche Kräfte, ist aber genau darum perfekt für den Kampf gegen unmenschliche Gegner. Cool. Ein sehr basic Großschwert. Oh, Vogel. Au, au. Ja, ne? Ich liebe, wie ekelhaft hier alles ist. In dieser Welt, in dieser Wüste. Ich bin irgendwie zu schwer. Einmal, weil wir letzte Folge wieder gestorben sind, oder? Warte mal. Aua. Aua? Was? Warte, warte. Ich habe ein Stagger-Geräusch gehört, aber dann hat er mich einfach nur gepackt und umgebracht. Naja, auf jeden Fall werden wir einfach eine Zack einsetzen, einen Runbogen, unsere göttlichen Kräfte wieder aktivieren, wieder genug Stats haben, damit wir uns normal bewegen können. Oh, unseren Bogenschützen rufen und die jetzt alle fertig machen, die Gang. Hoffentlich nicht gleichzeitig, aber gerade kamen sie ja auch nacheinander, also probieren wir mal aufs Beste. Ja, 100 Schaden macht, ne? Okay. Der Wunsch ging schon mal daneben, aber er lenkt ja ab. Und deswegen kann ich ja sowas machen. Jap. Hundi, sitz. Hat noch so einen schönen dicken magischen Pfeil in sich drin stecken. Sehr schön. Ja, so einen starken Geist hätte ich schon gerne mal. Ich kann den jetzt nicht mehr so stark den Bogen schützen. War cool am Anfang zu finden, aber mittlerweile gibt es coolere Sachen. Schießen wir den Vogel einfach mit ein paar Blitzen ab? Ja. Bestimmt fliegt er wieder nicht so weit. Ich hasse es, dass sich mein Lichtblitz auflöst. Zeus wäre einfach enttäuscht von mir. Oh, mein Mana schon leer. Na gut, ich weiß warum. Ja, piekst den weg, den Mensch. Er tankt wenigstens gut. Den habe ich ordentlich weggeballert, den großen Vogel. Cool. Ach, in Limgrave wollte ich noch was töten, ne? Runbogen. Auge um Auge. Bring Bolzen. Ja. Die haben wir schon zu spüren bekommen. Und wo ist mein Stuff? Da. Habe ich die große Kiste jetzt eigentlich geöffnet oder wollte ich erst den Vogel töten? Scheinbar wollte ich erst den Vogel töten. Vielleicht ist auch nichts drin. Doch, doch, doch. Wir haben die geöffnet. Wir haben die schon geöffnet. Okay. Ja, wissen wir, wie die Gegner so sind. Nett. Um es so auszudrücken. So. Folgt ihr mich? Nein. Nehmen wir einen weiteren Punkt. Und ja, die laufen hier überall rum. Und wenn das schon die normalen Gegner sind, was sind dann die Bosse hier in diesem Gebiet? Was zur Hölle? Ja. Unsere Glut sagt, wir sollen da runter. Mein Sinn sagt, ich will geradeaus.
Denk mal, wenn wir dir Loot, sage ich schon. Jetzt bin ich bei Dark Souls 3 wieder angekommen von den Orten. Unsere Gnade, sag. Da runter. Ich will gerade ausgehen. Ich bin ein Abenteurer. Nichts und niemand kann mich, Zombo, den 28. stoppen. Lange schon nicht erwähnt. Greyols Drachenhügel. Guck mal, hier, weißt du, hier regnet es, sind 1000 tote Drachen. Hier bin ich richtig. Ist hier dieser Drache mit den roten Händen, Füßen, Beinen? Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich will ja nichts vorwegnehmen. Ich weiß nur, dass ich von dem Drachen was weiß. Hallo. Ich bin trocken, Knochen trocken. Törichter Drache, gebt eure Stärke auf. Lasst mich an eurem Herzen laben. Okay. Hatte Bock auf ein bisschen Drache, der Typ. Oh, in der Location sieht es aus, als könnte man hier einen Drachen bekämpfen. Oh. Das ist die Karte und da ist ein Drache daneben. Okay. Erstmal das. Drachenhügel. Drachenhügel, Okay, hier gibt es bestimmt noch mehr Drachen. Lass uns erstmal den da. Es hat ja echt. Ist das. Oh mein Gott, das sind normale Gegner einfach. Okay. Aber irgendwo gibt es bestimmt dann hier so einen Gottdrachen. Weil ich habe einen im Trailer gesehen. Der ist bestimmt da oben drauf. Warum reite ich dann dahin? Einfach um mal zu gucken. Wir müssen ihn ja nicht töten. Wir können ja einfach umdrehen. Dieses mächtige Talent besitze ich. Die Macht des Rückzugs. Mal gucken, was hier oben ist. Vielleicht laufen ja auch nur noch mehr von diesen komischen Hunden rum. So sieht es zumindest bisher aus. Wie ich alle einfach mit einem 500 Meter Bogen umgehe. Aber wer hat hier oben eine Hütte? Jemand, der einen Ort der Gnade besitzt. Und ein Händler. Cool. Hütte des abgeschiedenen Händlers. Was, der war doch voll auf dem Weg. Eigentgold of Brissesar. Ja, ja, komm, Ende der Welt. Den Dialog kenne ich auch. Ein Ritualtopf. Stachelkestus. Die Samurai-Rüstung. Wäre eine Starterrüstung gewesen. Und Notiz über eine geheime Höhle und eine Passage. Okay, nehme ich mit. Stachelkestus nehme ich mit. Samurai-Rüstung, einfach weil wir es mal anlegen wollen. Bestienvertreibende Fackel. Das Öl dieser Fackel enthält einen besonderen Weihrauch. Sein Duft beruhigt wilde Tiere. Diese Fackeln wurden oft eingesetzt, um wilde Bestien von Schätzen fernzuhalten, die tief in den finsteren Höhlen versteckt lagen. Cool. Sieht aus wie eine bessere Fackel, würde ich sagen. Schotterstein. Hätte man in Landen, in denen früher uralte Drachen herrschten. Okay, muss ich nicht kaufen. Und den Topf. Ja. Vielen Dank. Ich habe sonst noch sehr viele Runen, die ich dadurch durchverkaufen kann, aber brauche ich alles noch. Have a safe journey. Du auch. Gleichfalls. Auch wenn du hier für immer sitzen bleibst, wahrscheinlich, weil du ein NPC bist. Aber egal. So. Passage geheime Höhle, die beiden. In der Festung Gael in Kelet gibt es eine Passage nach Schloss Rotmähne. Festung Gael, Passage nach Schloss Rotmähne. Gut, wir müssen nach Schloss Rotmähne. In der Stadt Celia gibt es eine geheime Höhle. Sucht hinter dem Friedhof. Celia, Friedhof, geheime Passage. Und da hört der Regen auf. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen nach unten. Weil hier kennen wir ja alles. Und das ist ja das Refugium der Bestien. Mit dem wir schon lange kein Essen gefunden haben. So. Genau. An den Ruinen waren wir. Da bin ich tatsächlich nie reingegangen. Aber ja, hier ist einfach nur... Ich würde sagen, hier war ein Drache unterwegs. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Hat sich da irgendwas ausgebuddelt? Ah. So ein paar brennende Dorfbewohner kommen hier. Cool. Hier haben wir vor Leiden schreien. Das macht ja extra Spaß, hier zu looten. Oh, guck mal, hier ist wieder so ein Feuerspuckerkopf von den Feuermönchen. Warte, chill mal kurz. Cool. Insta-Kill. Schmiedestein 3 droppt das Ding. Cool. Ja, die sprengen sich einfach alle in die Luft. Nämlich auch. Oh mein Gott, wie schlimm das Ding aussieht, ne? Kopf einer großen Libelle. Hier wird einfach nur kurz im
Turbo-Mode gelootet. Ich glaube, ich muss die Straße lang. Auf jeden Fall. Die sollte uns zum richtigen Ort führen. Ja, guck mal, ist die Gnade und die leuchtet gerade noch nirgendwo, weil sie nicht an ist. Bitte habt Gnade. Zeige mir den Weg, den ich folgen muss. Ach da. Okay. Wir haben jetzt noch so viele nachzuholen dann irgendwann. Da unten ist einfach ein Lagerfeuerchen. Guck mal. Unsere Freunde aus der Mine. Ah, die endlich bekämpfbar sind. Dann machen wir sie komplett fertig. Nice Moves. Oh mein Gott, warum ist der nicht gestorben? Danke. Wollte schon mich beschweren, weil ich eigentlich nicht schon wieder mein Zeug verlieren will. Oh mein Gott, der Hund ist ja noch gar nichts mehr. Ist ja gar nichts mehr an dem dran. Können sie doch gleich Skeletthunde machen. Oh cool, Käferchen. Warum ist der Kunden immer so satisfying in dieser Welt? Kriegsasche, Vampirfaust. Okay, also hier wird auf jeden Fall das Blutschloss auch sein. Und alles, was mit Blut zu tun hat. Da ist ein Schloss. Nichts von mir. Okay. Ist ja nicht das, was wir suchen. So cool, wie groß die Lande sind und dass man die durchstreifen kann. Es wirkt so, als wäre hier nichts, aber ich glaube, hier sind bestimmt überall Sachen. Überall Höhlen und sowas und ich... Ja, auf dem Hauptweg werde ich es natürlich halt nicht finden. Das ist ja die Idee des Umguckens. Achso, ich dachte, es wäre irgendeine Leiche, aber dabei ist es nur eine Wurzel, eine riesige. So, eine weitere Gnade und weiter geht die Reise. Ja, ich verstehe schon die Idee von dem Pferd. Könnte auf jeden Fall ausgereifter sein. Ja, Zeit für einen Drachen. Verfallender Etzikles. Ja. Blitz drauf machen. So. Zeige mir deine Moves, Drache. Okay. Ja, kriegst nicht so. Kriegt. Okay. Warte, ich sehe nichts. Guck mal deinen Kopf runter. Ja, genau. Huch, bei dem Move macht er doch sonst den Kopf runter. Okay, weg. Yo, 1400 Schaden. Ich glaube, der mag Blitz nicht. Ich glaube, ich habe ihn umgeworfen. Ja. Komm her. Und hier. 3000. Direkt nochmal einen Schlag rein. Was macht er? Pest. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Auch wenn ich irgendeine... Oh mein Gott, das ist wie so ein Gift. Okay. Muss mich also ab und zu einfach heilen. Mal kurz heilen. Hier ist ein bisschen schwer, dein Zeug zu treffen. Hey, ich hau aber aufs Bein. Ja, einfach weg. Waffen verzaubern. Nochmal heilen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Oh mein Gott, wie weit er das schießt. Ich bin tot. Nein, bin ich nicht. Oh mein Gott. Das ist meine Idee. Ich mache den Heilzauber dagegen an. Was ein Pestdrache. So, spüre meinen gewaltigen goldenen Hammer. Ich hau einfach gemütlich auf deine Beine. Okay, Ausdauer. Aua. Verdammt. Was ein cooler Kampf. Dieser Pestdrache. Okay, da habe ich kenne das Zeug nicht. Ich habe gar nicht mitgerechnet. Ich glaube, ich habe irgendeine Pyromantie, die dagegen hilft. Eine Anrufung. Wir haben hier einen weiteren Slot freigeschaltet.
Zauber lernen. Schau mal, wie viele Zauber wir ausrüsten können. Einfach, weil das Spiel nett ist. Cool. So, ich mache gerade mal ein paar raus, die ich nicht benutzen will. Das hier. Scharlachfäule. Guck mal, das heilt Scharlachfäule. Also im Notfall kann ich mich dann auch nochmal retten. Echt nice. Holy shit, ist der Angriff gefährlich. Au. Mana auffüllen. Der gerade Schuss. Oh mein Gott, der gerade Schuss geht so weit. Ich habe es diesmal früher erkannt, aber ich komme nicht weg. Oh mein Gott, warum hat der so schnell mitgedreht? Ich bin extra eine Kurve gefahren. Genau. Und hüpfen. Oh mein Gott, was war das denn für ein Angriff? Der ist einfach rückwärts gehüpft und hat dabei Gift gespuckt. Okay, hallo Leute, ich bin einfach an dem Drachen gerade ein paar Mal verreckt. Ihr habt die Tode gerade gesehen und ja, wir sparen uns mal die halbe Stunde Folgenzeit. Ich glaube, er wäre machbar, aber Exikes ist mit seinem One-Hit-Laser doch dann mir ein bisschen zu doof. Ich will einfach nur die Karte da hinten haben, ja? Genau, schreib mir einfach hinterher, sei wütend. Pestdrache ist dann... Ich liebe Pestdrache, muss ich sagen. Also der ist ein sehr cooler Drache, würde ich sagen. Der beste bisher. Wir haben auch Kaelid gefunden. Und das ist die Festung wahrscheinlich. Die haben wir ja schon irgendwann mal gesehen. Guck mal, wir haben das ganze Gebiet. Cool. Noch mehr von der Karte aufgedeckt. Sehr schön. Ich denke, das wird die Festung sein, in die ich rein soll. Also machen wir uns einfach da mal einen Marker hin und reiten da mal hin. Ich meine, wenn ich sehe, dass... Viasa Radahn mich einfach trotzdem auch one-hittet. Der muss ja ultra der Mega-King sein. Wenn ihr Cinematic gesehen habt. Oder ist... Ja, im Intro war der auch, glaube ich, kurz zu sehen. Dann geht der bestimmt ab. Fächerdolche, 6 Stück. Also Wurfwaffen. Okay. Hier sind nur wilde Bestien erstmal auf dem Eingang. Nur Vögel und so. Wir lassen auch mal die Runen jetzt erstmal weg. Wir sind einfach der Wanderer, der hier in der Landschaft ankommt. Oh cool, guck mal. Eine Rüstung und sowas. Ein Hinterhalt. Angriff, stürzt die Hunde. Cool. Was hier? So ein Fleischhaufen. Ein paar der geköpften Hunde und so. Crazy. Ja, darüber will ich. Ignorier halt einfach. So, aber jetzt muss ich nicht mehr an dem Drachen vorbeireiten. Wollen wir uns bei dem Kampf da einmischen? Oh, gibt bestimmt da ein bisschen Loot. Weißt du, ich will ja nicht durchsprinten. Das ist ja nicht meine Intention. Okay, aber die sind halt auch nicht so viel stärker. Lass ich die eine Wache am Leben und die hilft mir, den Hund abzulenken. Oh Junge, guck mal, du hast ihn... komplett umgeworfen. Du bist die beste Wache aller Zeiten. Okay, also, ne? Irgendwie lustig, dass die hier ein bisschen prügeln, aber einmischen muss ich mich echt nicht. Aua. Ist mein Pferd in Ruhe. Nice. Hunde sind besiegt. Nur noch sehr aggressive Zweihandwaffen. Oh mein Gott. Wirklich aggressiv. Danke. Guck mal, die Hundis da hinten an ihrem roten Augen. Was ist mit euch los? Extra angry. Das sind echte so Pferdegegner, muss ich sagen. Ja, guck mal, wie einfach ihr zu dodgen seid auf dem Pferd. Sagte er, als er 100 Mal nicht getroffen hat mit seinem Hammer. Hallo? Einmal rein noch. Danke. Okay. Roter Hund. Wartet. Ja, ich glaube nicht, dass ich irgendwas habe hier, um zu helfen, großartig. Auf jeden Fall würde ich erstmal, ja, genau, die Truppen verkleinern, die gerade hier auf mich einprügeln wollen.
Jeder, der nicht gegen einen Hund kämpft, ist mein Feind. So. Wir sollten... Jawohl, lenkt den Hundi ab. Sehr schön. Ja, macht doch eure Trompeten. Ein Kurzschwert und Heilung wieder aufgefüllt. Vielen Dank. Ja. War ein Krieg. War schön dabei zu sein. Irgendwie kein Loot. Merkwürdig, aber... Ja, komm mal hin. Oh, guck mal, hier kann man hochklettern. Schauen wir uns die Feste an. Ich höre auf jeden Fall Armbrüste. Halten die wahrscheinlich... Das sind doch die Truppen von Radan, oder? Please. Oh mein Gott. Was ist das? Unfair. Ein Hoch, dass ich meinen Hammer einhändig tragen kann. Ein Hoch, dass diese Truppen mich überhaupt nicht abgefangen haben an der Leiter. Also, dass ich das überlebt habe. Meine Güte. Weißt du, schon am Hochklettern und zwei Leute stechen auf mich ein. Ich hab gesehen, dass da gerade ein Loch hinter mir ist. Beide haben wir mit demselben Angriff gestorben. Nein, du machst jetzt hier nichts mit deinem Dolch. Rotmännen-Wappenrock. Cool. Noch mehr Leitern, ja. Geht die überhaupt hin? Irgendwo? Ja. Ah, hier eine Kiste. Wollte schon sagen, hier ist nichts. Durchschuss-Talisman. Wird die Angriffskraft von Pfeilen und Bolzen. Okay. Bogenbild muss als erstes den Turm hier schaffen. Oder aber die Kiste öffnen und sterben. Geht auch. Ja, doch. Wenn man dann so den, die so eine fetten Bogen oder so eine fette Armbrust spielt, zum Beispiel, oder normalen Bogen und alle Bosse im Fernkampf besiegen will, kann man bestimmt machen. So, probiere ich das verrückte Portal? Ja, klar. Rein da. Zu verlieren haben wir nichts. Außer Seelen, Runen, ja. Aber passiert. Schloss Rotmähne. Wir sind da. Hallo. Ja. Hier ist coole Musik. Hier ist sehr coole Musik. Kann ich mir die Kämpfereien so sparen und einfach direkt in die Arena? Aber wie sehen wir denn aus? Wie sehen wir denn aus? So können wir doch nicht in die Arena reingehen. So können wir reingehen. Wie die Barbaren, die wir sind. Blut und Ehre für den Kampf. Let's go. Wir brauchen keine Brustrüstung. So sind wir doch peinlich vor unseren neuen Leuten hier. Vor den Arena-Champions. Ja, guck mal, das ist unser Wolfboy. Und Potboy ist auch hier. Ja. Wir haben die Leute hier versammelt. Und hier stehen irgendwie Geister. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radan, mightiest demigod of the Shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general, claim glory, and grab that great rune! A celebration of war! The Radan Festival! Ja, wie cool. Hallo. Ah, there you are. Took your sweet time. The players are all made up and waiting for the curtain. Let's give them a show to remember, eh? Just don't you go dying on me. For Rani's sake, too. Okay, ich passe auf mich auf. Into the fray together, eh? Let's see what you're made of. Ich gebe mein Bestes. Alexander, hallo. Ah, you came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radan himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend.
I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Oh, ich würde echt gern die rufen, wenn ich die rufen darf. Be sure to get a good vantage. I. Okay, ja, Alexander und der Wolfboy wollen beide den fertig machen. Wie cool ist die Stimmung denn hier? Oh mein Gott. Und dass mich auch mal nicht alles töten will, während ich mich einfach nur ein bisschen durch die Gegend bewege, ist so, also angenehm. Hier ist auch ein Ort des Friedens, ja. Sieht man ja links an dem Symbol. Obwohl hier die größten Schlachten abgehalten werden. Ja, hier ist wieder so ein 5er-Upgrade. 5er-Upgrade. Wartet auf mich, Krieger. Ich kehre gleich zurück. Wie wäre es, wenn wir unser Schwert des Helden upgraden? Ja, komm. 3, 4. Oh, ich brauche mehr Runen. Okay, warte. Und 5. Großschwert der Verpflanzung. So. Die Waffe, die ich nur zweihändig führen kann. So. Der kriegerische Barbar ist hier. Ich habe Angst, dass ich mir irgendwelche Questlines kaputt mache, wenn ich die Story-Bosse so pushe. Ah, schaut mal den an. Der hat den Hammer, den ich haben will. Und eine Armbrust. Oh, guck mal, sie ist hier, die Handmaiden. Nee, wer bist du? Ach, guck mal, da oben steht der redet. Jetzt sehe ich den erst. Was ist, wer bist du? Du siehst aus wie die, aber du hast schwarze Haare und bist nicht blind. Hallo. Höfliche Verbeugung. Mehr sagst du nicht? Okay. Und da drüben haben wir einen Samurai. Okay. Hier kommen alle möglichen Krieger her. Heißt das, ich kann die noch finden oder heißt das, die nehmen am Fest teil? Ich weiß es nicht, aber guck mal. Ah, er ist der aus dem Ladebildschirm. Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Absolut bereit. Oh mein Gott, supportet mich einfach. Okay, es tut mir leid. Before we begin, allow me to paint you the full picture. Ja, bitte. Oh, wie cool ist das hier alles. Kenn ich nicht. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war! The Radahn Festival! Ermutigender Ruf. Okay. You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Okay, also General Radahn ist einfach ein wildes Biest. Was ist hier so in der Festung? Der Dialog war ja schon mal super. Na, guck mal, ist so alles ganz entspannt. Schmiedestein 6. Kann den Hammer sogar nochmal upgraden. Mein Gott, hier gibt es so eine riesige Wüste. Mit lauter Bannern. Ach. Wo fahre ich hier hin? Er funktioniert? Ja. Entschuldigung, ich wollte das Festival nicht sofort verlassen. Ich dachte nur, es geht hinter dir weiter und nicht hinter mir. Ach, guck mal. Kann man da darüber reisen? Ah ja. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön.
Ja, wenn wir zu sehr aufs Maul kriegen, dann gehen wir halt einfach, ne? Ich weiß halt nicht, wie es bei Open World so ist, wie schlimm es ist, wenn ich Bosse mache. Von wegen den Quests. Aber ich habe ja eigentlich die Quests hierfür. Ich soll das ja machen. Wir haben nichts zu verlieren. Hast du noch was Neues zu sagen? Okay, ja. Aber krieg eine gute Position. Dadurch soll ich gehen und dann beginnt das Battle. Okay. Ja, wir haben das Schwert, was alle unsere Stats um 5 nochmal erhöht. Also wie eine Rune. Warte, wo muss ich? Ach, die Wüste ist das Schlachtfeld. Ich verstehe. Das ist der Weg des Kriegers, den wir gehen. Dort vorne kämpfen wir. Da ist General Radahn in der Wüste. Ah. Ja, ergibt ja Sinn. Was machen die anderen Bros? Sind die einfach dann da oder nicht? Ist es jetzt Battle Royale? Einfach mal rein. Sternengeisel Radahn. Okay, er ist wütend. Ah lol, guck mal, ich kann mir hier so eine Armee herbeirufen. Es ist einfach echt ein Battle Royale. Lockere Begrüßung, gehörter Targot wurde gerufen. Kommet, meine Krieger, versammelt euch. Ja, was der für Angriff hat. Aua. Ich wusste nicht, dass sie sich noch weiter über mich drehen. Oh mein Gott, wie krass. Nein, 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 nein. Wir machen den später. Wir sammeln mehr Verbündete. Ist der cool. Nee, 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 nee. Das nehmen wir uns nicht hier weg. Das ganze Feld hier ist eine Arena. Wie riesig ist die denn? Das Gebiet ist gar nicht so groß. Guck mal. Das ist richtig klein, das Gebiet. Ja, wir lassen es am besten sein. Auf jeden Fall, würde ich sagen. Es war cool reinzugucken. Ich will erstmal das ganze Gebiet hier fertig machen, bevor ich zum Boss renne. Ich will nicht so durchrushen durchs Spiel. Und, das war wahrscheinlich Phase 1. Ihr wisst, wie das Spiel aufgebaut ist. Aber sehr cool, dass man gegen General Radahn kämpfen kann. Und sehr cool, dass man eine kleine Privatarmee dafür scheinbar beschwören muss. Das machen wir auch. Wir machen nicht solo General Radahn. Wenn da 18 Rufzeichen liegen und man alle gleichzeitig rufen kann, wird das seine Gründe haben. Der ist scheinbar echt ein Monster, der Typ. Ich bin sehr gespannt, wie das dann ist, mit so einer kleinen Privatarmee und Alexander und allen da drauf zu stürmen auf den. Ja. Dann gucken wir uns weiter in Sumpfistan um. Haben wir eigentlich deine Quest fertig? Ich habe viele Leute getötet, aber niemanden mit einem Medaillon oder so? Aber ja, ihr kriegt noch so Bonus 20 Minuten. Und wir bleiben einfach in unserem kämpferischen Outfit heute. Für den Tag. Gucken wir mal, ob wir überhaupt was gemacht hätten. So, ich habe mich gebufft. Alle Stats plus 5. Und dann wäre der Krebs einfach über mich überschüppt. Hallo? Ja, das tut ihm weh auf jeden Fall. 2000 Schaden. Nein, das ist aber nicht genug. Aua. Irgendwie klingt mein Schrei manchmal merkwürdig. Nein, 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 nicht Bein essen. Komm. Ja, also Damage davon ist schon ein gutes Gerät. Skaliert es eigentlich mittlerweile besser? C. Okay. Irgendwann habe ich einfach so 50 in den Stats drin. Dann kann ich einfach generell alles mitnehmen. Oh, das vorne! Hallo, ich suche dich in Limgrave. Hallo, Todesvogel. Yo, siehst du krank aus! Okay. Ja, warte, lass mich mal absteigen. Komm. Okay, das war kein Sprungangriff. Das ist ein Sprungangriff. Ich hab die Klinge der Helden. Todesvogel. Au, 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 au. Hör auf. Nicht meinen Kopf beißen. Zeige dich. Aua. Au. Warte. Mach nichts, Todesvogel. Was hat der für ominöse Musik? Was ist ein Todesvogel? Habe ich den hier sitzen sehen?
Also sein Moveset ist jetzt nicht so krass. Aber rein damit! Verschwinde! Oh, bist du cool. Ihn zu Fall gebracht. 6600 Runen. Rotgefiedertes Astschwert. Erstmal okay drücken. Ist ja eine Waffe wahrscheinlich. Denke ich. Hallo? Nein, ist keine Waffe. Ist ein Talisman bestimmt. Hallo? Ah. Erhöht Angriffskraft bei niedrigen Lebenspunkten. Also so ein Redstone-Tierring. Der Favorite von allem. Okay, war das jetzt einfach zufällig diese Ruine, an der ich schon 10.000 Mal vorbeigerannt bin? Der kann irgendwie scheinbar auch nur nachts spawnen, der Todesvogel. Das habe ich mir sagen lassen. Und es gibt scheinbar in Limgrave auch noch einen. Da, wo die Riesen sind, auf dem Plateau. In der Nähe. Also den können wir uns eigentlich auch noch gönnen. Ja, gucken wir kurz zu der Quest. Und dann gucken wir zum zweiten Todesvogel. Halte ich richtig? Ja. Sie ist auf jeden Fall noch da. Hallo. Wie steht deine Quest? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung. Ist der Waffenfähigkeiten-Typ eigentlich noch hier? Ah ne, warte, das Hütte des Künstlers. Falsches Haus. Hier müsste der Todesvogel sein. Neben der Hütte des Kriegsmeisters. Nacht ist es auf jeden Fall. Ist der Kriegsmeister auch noch da? Okay, und der verkauft aber weiterhin seine Kriegskünste. Sehr schön. Das freut mich für ihn. Ist jetzt hier echt ein Todesvogel oder nicht? Das würde mich gerade interessieren. Hier wahrscheinlich. Letzte war ja auch bei so Ruinen. Tatsache. Aber wo? Ich komme scheinbar einfach aus dem Himmel? Ja, erstmal den Buff aktivieren. Und dann einmal heilen. So. Der sollte ja eigentlich mehr Schaden kriegen. Ja, der kriegt auch mehr Schaden. Nom, 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 nom. Aua, aua, ich bin im Boden, nicht, aua, mein Körper, ah. Stop it. Cool. Aufladen und... Yo. Ausdauer. Und Sprungangriff. Okay. Nice move. Und Sprungangriff. Weg mit dir. Todesvogel 1 nachgeholt. Gibt es in jedem Gebiet einen Todesvogel? Vielleicht. Was bringst du mir? Blau gefiedertes Astschwert. Ausrüstung. Verteidigung. Angriffskraft und Verteidigung. Ah ja, cool. Danke, Todesvögel. Für eure netten Drops in einer Folge. Aber ich bin eh One-Hit. Also eigentlich egal. Okay. Die waren jetzt beide bei so großen Ruinenstücken. Weil die können auch relativ klein auf der Karte sein. Ich reite jetzt... wir haben noch die Quest bekommen hier von den bei den Ruinen links. Östlich? Westlich? Östlich? Westlich? Ich hab's mir nicht gemerkt. Aber neben... Ich glaube, es war westlich. Westlich von diesen Ruinen hier. Soll es eine Höhle geben. Und dort finden wir die zweite Hälfte des Medaillons. Das finden wir ganz einfach raus. Indem ich einfach so die Wand entlang lebe einmal. Aber so alles an der Wand angucken. Sicher gehen, dass hier auch keine versteckten Höhlen sind. Und dann finden wir die bestimmt. Ich mach nur kurz meine Laterne an. Wenn ich was finde, sage ich euch Bescheid. Hier ist eine Höhle. Wir sind... Ja. Ja, ist schon westlich auf jeden Fall. Gucken wir mal, ob das die richtige Höhle ist. Für den Barbarenkrieger. Oh, vielleicht so eine Kiste. Sehr nett. Ah, da ein Blatt. Voll cool. Sehr düster hier drin mal wieder. Ah, die sollten wir noch schaffen in der Folge. Wenn ich das meiste vom Drachen wegschneide. Oh nein, das ist wieder von den Halbmenschen so eine Höhle. Oh, die tun mir immer leid.
Ja, guck mal, die haben jetzt Schurken. Die haben geupgradet. Zählt gar nichts. Der Krieger muss durch. Zombo, der Barbar. Held aller Welten von irgendwo. Da kriegt er direkt ein Schwert in den Rücken. Vielleicht ist hier der König von denen. Die Königin haben wir ja schon getötet. Ey, ohne diese Fackeln wüsste ich halt nicht, wo ich hinlaufe, ne? Geh einfach nur dahin, wo ich diese Fackeln sehe. Hier. 420 Schaden macht die. Ist die perfekte Waffe. Müssen wir weiter runter oder will ich da rein? Gehen wir mal da rein. Wir sehen nicht, was wir sehen, aber wir töten. Ja. Da ist wieder so ein Anführer. Psst. Mein Anführer weiß nicht, dass ich hier bin. Aber er kommt gucken. Und ich stehe in dem Busch. Und dann mache ich ihn aufgeladenen R2, wenn er hier ist. Hallo. Aua. Ist ganz schön gut gedodged. Weg. Sollte mich überraschen, der Junge, oder? Der hat nämlich echt laute Geräusche die ganze Zeit in mein Ohr gemacht. Aber war mir halt einfach egal. Speer, Talisman. Verbessert die einzigartigen Konterangriffe von Stoßwaffen. Okay, kann man den kombinieren mit dem anderen Konterangriff-Talisman? Die ultimative Konterangriffe? Kein Boss? Das macht Zombo stutzig. Irgendwas hier faul. Höhle ohne Boss nicht möglich. Kann Zombo klettern runter? Ja. Auf geht's. Dann klettern wir ein Stückchen runter und nochmal ein Stückchen runter und nochmal ein Stückchen runter. Aua. Sammeln Kristallhöhlenmoos. Oh. Also wird's hier unten kristalliner? Ja, scheinbar. Jo, ein paar Kristalle. Oh, ah, das ist eine der Screenshot-Höhlen. Jo, die ist so eine richtige Schlangenschnecke. Oh, wie cool. Wie süß die sind. Ich will so eine haben. Als Beschwörung. Beschwört die Schlangenschnecke. Schnecke. Oh, was für Coolies. So, habt ihr irgendwas hier? Ich muss selber die Ränder ablaufen, weil ich sonst nichts sehe. Ich hole keine Fackel heraus. Dieses Utensil benötige ich nicht. Ich könnte den Zauberstab mir holen und einen Ring anlegen, der Weisheit erhöht. Oder so. Ja, ich dachte schon kurz, dass da was ist. Hier, komm, jetzt kann ich sie beschwören. Oder eine goldene Rune. Okay. Wenn die Kristalle nicht wenigstens cool leuchten, dass ich nicht selber meine Augen benutzen muss. Das ist viel Loot. Ja, da kann ich hin. Plopp. Welche Baumwolle? Kein Sturzschaden? Nein, mir geht's gut. Ich aktiviere einfach alles und dann gehe ich runter. Okay. Ich kann nur irgendwas Großes kommen. Oder viele Schnecken. Ein bisschen aggressiver geworden. Oder ich täusche mich. Okay. Aber cool hier unten. Der Bluthundritter. Aua. Ja, dich kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht so leiden. Aber gut, komm. Aua. Aua. Ja. Ich werde verbluten. Oh, ich lebe noch. Oh mein Gott, dieser Typ hört nie auf zu schlagen. Wann habe ich ihn überhaupt mal getroffen? Habe ich nicht mitbekommen. Oh, ich lebe noch. Au. Au, au.
Das ist einer dieser Gegner, die zu schnell sind. Das ist nur ein normaler, das ist nicht Daryl. So, wo spawn ich? Ach, komplett oben, cool. Überhaupt nicht nervig. Hallo Schnecken, tschüss Schnecken. War eigentlich cool, von so einem stressreichen Gebiet zu so einem entspannten Gebiet zu wechseln. Also. Ja, der Boss ist stressreich. Dem stimme ich zu, aber ansonsten. Ich aktiviere mal das da. Selber heilen. Ja. Soll ich sonst irgendwie Magic auf den werfen? Nö, einfach komm, zack. Krank rein und rein. Ich weiß gar nicht, wie lange das hält, das Zeug. Wann kann man bei dir angreifen? Aua. Ja, wir haben einen Treffer drin. So ein Gegner, wo wir einfach allgemein drei Angriffe brauchen zum Töten. Aber ich es einfach nicht hinkriege, weil er so schnell ist. Ja. Und dass er genauso passend nach hinten dodgt bei seinem Move. Komm mal heilen. Komm, mach irgendeine Kombo. Okay. Ein Einserschlag. Zeig mir mal deine Kombos. Also, weil ich mir seine Kombo angucke, und dann macht er nicht mehr als einen Schlag. Aua! Der ist so schnell! Wir tauschen den Wundertalisman aus gegen regeneriert Lebenspunkte. So. Und ich setze die Heilung trotzdem noch zusätzlich ein. So, jetzt haben wir zwei Lebensregenerationseffekte gegen den Typen. Das habe ich noch vergessen. Ja, ein Treffer ist drin. Ich bait jetzt immer einen Angriff raus und danach... Ich würde gerne nach diesem dritten Schlag zuhauen. Nach dem da. Aber es bringt nicht mal was. Der ist da schon wieder weg. Eine Heiltrank. Mal Waffen. Ich habe, glaube ich, gerade seine Schwäche gesehen. Wenn ich ganz weit weg bin und der macht diesen Dash, dann bleibt er einfach stehen. Genau. Ja. Ja. Wir haben ein paar Treffer drin. Jetzt. Blitzspeer. In dein Gesicht. Meine Güte. Himmelsbernstein-Medaillon. Schön, 3600. Er sollte nicht so schwer sein, wie er war. Erhöht maximales Mana. Um 5 Punkte. Puh, insane. Wenn ein Zauber 18 kostet. Dieses plus 5 auf alle Stats hält aber echt kurz. Oh, wo kommen wir denn raus? Oh. Bist du die Person, die ich suche? Wahrscheinlich. Ja, Leute. Und dann reden wir beim nächsten Mal mit der netten Wolfsdame. Ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Oi, oi, oi.